Ein herzliches Hallo von mir an euch. Nun schon zu Folge 4 von Phasmophobia. Wie schon die letzten beiden Male gibt es wieder zwei Folgen aneinander. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß, wenn man das sagen kann, mit diesem... Es ist ja eigentlich ein Horrorspiel, ne? Ich wünsche euch trotzdem viel Vergnügen mit diesen beiden Runden Phasmophobia. Und sag schon mal direkt bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Kommt gleich so zurück und denkt sich auch nur so. Ja! Ah! Wir sind da! Yay! Was macht ihr? Ich bereite mich mental vor. Mehr auch nicht. Nur mentale Vorbereitung. Voodoo-Ritual oder was macht ihr hier? Es sah so albern aus bei dir im Stream, wenn man beobachtet, was wir da anstellen. Yippie, David Miller, dich habe ich vermisst. Alleine. Oh nein, nicht nur auf Leute alleine, na toll. Nee. Ich finde mich hier doch nie raus. Räuchern, Geister-Event und Bewegungssensor. Was war das eigentlich? Violent Geist oder... Wie bitte? Was für ein Geisttyp war das? Hat der Violent gesagt? Ich höre da nie zu, was der hier erzählt. Im Auge. Warum? Der labert immer im Hintergrund. Ich denke mir, ja, erzähl halt. Ja. Ist eh so leise immer dann. Ich wusste auch nicht, dass dort was Sinnvolles erzählt wird. Kommt immer was anderes. Wenn er violent ist, dann ist das ein aggressiver Geist meistens. David Miller! Carter rennt rein und schreit den Namen. Ich habe Angst. Wie ihr gleich alle beide wieder rauskommt, super. Gehen wir eigentlich in Zweiergrüppchen oder? Du wirst sagen, wir gehen zu dritt und Carter ging wieder alleine. Okay. Wenn ihr euch dort sicherer fühlt, gerne. Nein, wir gehen mal hier lang. Komm mal mit dir mit. Okay, Behemoth, dann sind wir wieder zusammen. Okay. Ich muss mal im Stream was bieten hier. Kann ich die ganze Zeit nur so schissrig sein. Dann erwähnt den Namen. David Miller. Brucie! Ruf uns an. Ja, genau. Ich hab oben irgendwas gehört. Ich gehe mal nach oben. Oben ist doch doof. Mhm. Oben ist toll. Da ist der Weg so lang, also so richtig lang. Der hat gerade gehaucht? Ich hab nichts gehört. Waschbecken. Ich höre nichts, keine Ahnung. Glaube ich. Ich höre auch nichts. Dann ist das mal wieder nur eine Einbildung. Nein, wir haben ein Waschbecken oben oder unten. Könnte unten sein. Aber dann habe ich auf eurer Seite. Nach außen auf. Hat einer Futterbereit? Ich hab den Geisterraum. Wo bist du? Wo? Minustemperaturen. Oben, links, bei der Treppe. Bist du hier? Andere Seite. Ich mach mal kurz hinten noch auf. Wo bist du? Also es war unten auf dem Klo, da war kein Wasser. Oben ist auch der Knochen im Geisterraum. Ich renne! Bewegt sich aber auch auf dem Flur.
Gang auslassen. Bist du hier? Wo bist du? Was möchtest du? Was willst du? EMF ist immer ganz kurz auf 4 oder gar 5. Ich kann es nicht einschätzen. Was willst du? Aber das piepst nicht, warum auch immer. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Aber Gefriertemperatur ist auch auf dem Gang. Ja, deswegen bin ich am Gang komplett vorbeigegangen. Ich will auch nichts. Ja, was war das? Ja. Es kam über Funk, oder? Ja. Schon wieder. Das ist der Kater, der schnurrt. Wir haben ein schnurrendes Kater. Das Funkgeräusch. Ich wollte das Funkgeräusch nachmachen, wenn man gehuntet wird. Aber jetzt haben wir hier einen Troll dabei. Wir könnten noch Räucherstäbchen schon einmal mitnehmen und ausräuchern auch. Aber da braucht man Räucherstäbchen und und Feuerzeug, oder? Hat jemand schon ein hier violettes Licht gedöhnt mit? Ist oben. Dann kann ich das hier lassen. Hat jemand ein Fotoapparat jetzt wegen dem Knochen? Hab ich dabei, ja. Okay, weil ich habe jetzt Räucherstäbchen und Feuerzeug. Ich hab Wegmarker für euch. Hallo, hallo, ja. Hallo, hallo. Hallo? Also noch auf ich hab mal zwei Specken fotografiert. Wurde ich hinter der Buch vergessen? Also das Buch geschrieben. Ja, da warst du. Donna Cafeteria. Er ist hier. Wo war das? Ach so, hier rum. Dämon oder Jurai? Wer war da gerade unter mir hergerannt? Geisterorb oder halt ein Geisterbox. Aber dadurch, dass der feine Herr eben nicht gesprochen hat, würde ich sagen, dass wir nach Geisterorbs Ausschau halten. Ich habe gerade eine Kamera in Gang gestellt. Wie geht das mit den Räucherstäbchen? Du brauchst Revolver,
das Räucherstäbchen. Na, Räucherstäbchen mit F einzünden, dann leuchten F, genau. Ah! Ah, hätte die vielleicht im Raum machen müssen. Also es hat noch ein bisschen gequalmt im Raum, ich weiß nicht. Könnte vielleicht reichen, ich komme mal mit Kruzifix. Nee, aber ich hab ja nicht gezählt. Okay, wir haben ja noch einmal da, glaube ich. Ja, wir haben noch ein Räucherstäbchen dort. Was haben wir denn jetzt alles? Buch und Temperatur, oder? So ein Dämon oder ein Jurai? Ja, ich geh mal mit Kruzifix und leg da aus, damit wir nicht so auf die Grenzen haben. Gar kein Problem. Ich hab Geisterorbs gesehen. Dann haben wir ja alles. Sehr schön. Puh. Und ihr seid bei 10%, 8%. Was brauchen wir noch für Aufgaben? Räucherstäbchen. Bewegungssensor. Alles klar. Jagt schon wieder. Oh. Oh, die Susi. 5%. Aha. Was ist echt, wenn man 5% erreicht? Ich glaube, dann kannst du halt einfach nur gut gehuntet werden. Also da hockt jemand. Aha. Und hier am Ausgang oben einer. Ich hoffe, das ist Susi. Ach, da oben. Gar nicht gesehen. Ja, das sieht aus wie so eine Kamera. Also. Ja. Ich geh mal zur Tür. Genau, Daumen drücken. Susi, hörst du mich? Ach so, du kannst nicht reden. Susi, ich bin hier, falls du mich hörst. Ist wieder auf 0. Moin, moin. Gut, 0%. Ah, Susi, du hast 0% Sanity. Ja, ich bin draußen. Ich wollte gerade aus der Tür raus, da ging die Tür zu. Ja, so ähnlich ging es mir auch gerade. Wo ist der Kater? Lebt er noch? Immer noch oben. Okay. Du hast noch 1%, Kater. 0. Ich wollte nur eben mal Kruzifixe platzieren. Ich hab doch noch einen Bewegungssensor dabei. Die ganze Zeit überlegt, ob ich noch einstecken hatte. Will noch wer mit Räucherstäbchen ja, den brauchen rein? Wir. Ich kann mit Räucherstäbchen rein. Ich mach noch den Bewegungssensor dran. Nehmt auf jeden Fall Pillen. Ich hab einmal genommen. Okay. Den Kater.
draußen oder wo ist er? Ah ja, der kommt da. Ja. Ah. Doch bitte? Null. Du hast ja sonst quasi den Insta-Tod. Gebucht. All inclusive. Ja. Wo packe ich denn den Bewegungssensor jetzt am besten hin? Ich weiß nicht, welcher. In den Komm Raum, mit. Ja? Ja, neben die Komm Tür mit. Irgendwo. Und ihr zwei? Was mit euch? Ich war gerade lange genug Komm, wir drin. Wir drücken Daumen. Action-Freischwert. Komm. Mehr Action. Keine Angst. Ihr habt den 0%-Typ. Er wird gefokust vom Geist. Okay, aber was soll ich denn groß da drin tun? Gesellschaft leisten. Ah, ich kann nicht reden manchmal. Okay, ich komme. Wer mit der höchsten Sanity muss aber immer vor reingehen, weil sonst startet der Hand sofort. Außer wenn du dann warte, dann lass mich vorlaufen. Platziert. Warte, dann lass mich vorlaufen. Schneller, Susan. Schneller. Ich hab die höchste Sanity, ich werde jetzt gleich wieder sterben. Warum bist du schneller als ich? Ich drücke Augensprint. Was ist das hier? Jo, mach das nicht mit der Taschenlampe. Ja, kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen dieses wunderschöne Gebäude. Du räucherst und in der Zeit pappe ich das Ding dran. Ja, ich hoffe, dass es dann auch zählt. Oh, das ist Topia, du bist sauer. Böse. Servus! Wir räuchern hier mal ganz kurz aus. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn wir Ihren Raum ausräuchern. Haben wir schon ein Foto von dem Buch? Ja. Nein. Er spielt an der Tür. Doch. Hieß der nochmal Steven, oder? Martinez. Ja. Die Martinez! Hat die ein Foto vom Waschbecken? Ja. Ja, hab ich. Nein. Ich kratzen. Ist das Mode, rückwärts die Treppe runterzugehen? Ihr seid gerade beide synchron rückwärts runtergelaufen. ich musste mich kratzen. Wir werden doch hier bestimmt gejagt. Außer meine Kruzifixe sind master platziert. Kurz vorm Ausgang, es war erst bei mir auch so. Ja, immer Standard. Ja, kann es ruhig passieren. Ich hab eh hier. Ich glaube, bis hierher kommt er nicht, oder? Wenn wer stirbt, dann bin ich es wahrscheinlich. Hat gezählt. Oh nein, habe ich jetzt ernsthaft den Audiosensor angebracht? Warum sagt mir das keiner, dass ich den Audiosensor in der Hand habe? Weiß ich doch nicht, was du in der Hand hast. Ich halt nochmal rein. Ich dachte, das wäre der Bewegungssensor. Wer hat denn den Bewegungssensor? Noch ist keiner. Ich hab ihn jetzt. Okay. Ja, echt. Wehmott, du hast noch 50%, du musst gehen. Ich hab noch 0%. Na komm, wir gehen alle. Ein bisschen Schwund ist immer. Wenn einer stirbt, ja gut. Ich hab noch 5 Bilder auf dem Fotoapparat. Wenn jemand stirbt, müsst ihr euch den holen. Oder wenn ich sterbe. Sicherungen sind aus. Alle im Entenmarsch hier. Mhm. Was? Susi hat einen Cent auf dem Boden gefunden oder so. Ich glaube, der ist durchgegangen.
Behemoth mit seiner Kerze. Ja. Steven Martinez, hast du Angst? Steven Martinez. Steven Martinez, hol dir den Jo. Kater? Ich glaube, unser Kater träumt wieder. Ah, ich lebe noch. Gut. Auch wenn er ganz kurz durch meine Tür fast durchgebackt wäre. Ich habe nur einmal kurz Herzschlag gehört. Hallo. Dreh dich um. Dreh dich mal um. Junge, verpiss dich jetzt, du Scheiß. Okay. Oh Gott, ey. Jedes Mal, wenn ich kurz vor der Tür bin. Wir wollten nicht, wir waren gerade draußen. Zack, hier hinter uns die Tür zu. Aber wir haben alle Ziele erfüllt, ist gut. Ach, sehr gut. War doch nicht so schlimm, oder? War doch recht angenehm, die Sitzung. Das war doch recht alles entspannt hier. Ja, also jetzt im Nachhinein, ja, war okay. Ach komm, so schlimm war die nicht. Ja, wenn man einen Mutigen dabei hat, geht das immer. Aber ich bin immer so ein Schisser. Ich scheiß mir dann vor Angst. Ich bin immer nicht so... Wartet mal, was haben wir denn jetzt? Banjurei, ne? So. Ja, Buch, Temperatur und Orb. Ja. Dann fahren wir nach Hause. Jo. Ich bin zu Hause. Küsschen mit Küsschen. Ich krieg so wenig Geld, ich wohne unter der Brücke. Deswegen kennst du dich mit Geistern so aus. Das ist leider abgehackt. Ich sehe das alles im Stream. Ja, vor allem mit dem Gesicht. Dina hat gesagt, du hast da so ein Loch im Po. Das wollte ich mir jetzt genauer angucken. Das war auch echt schlecht formuliert. Wisst ihr, wovon das kommt? Dieses Loch. Dieses Loch ist meine Angst gewesen, als ich dieses Spiel angefangen habe. Ich habe so oft gefurzt, dass ein Loch entstand. Das ist quasi ein Furzloch. Ja. Elisabeth. Johnson. Früher hatten die Könige doch so einen Thron mit einem Loch drin, dass wenn die mal kackern mussten, nicht aufstehen mussten. Okay. Du hast bestimmt da so einen Stuhlstuhl zu Hause. Ein Stuhlstuhl. Und Stuhl stehen. Mein Stuhl ist... Mein Stuhl ist leider einer ohne Kack. Ohne Loch. Okay. Bildung am Abend. Aber... Aber ich würde sowas vielleicht auch zum Spielen nutzen.
Einfach auf dem Klo sitzen, spielen, zack. Das klingt nach einem Erfolg. Toilette ist so unbequem. Und wenn man dann mal was essen möchte, ist das ja jetzt auch nicht so appetitlich. Nee. Wann ist das? Und es kommt sofort wieder raus. Oh, hat jemand den Schlüssel? Ich glaube, ich kippe mir seine Kerze ab. Meine Damen und Herren, wir erreichen gerade den Flughafen von Blatswell. Alter, wusst ihr das nicht? Ich bin blind. Elisabeth! Zeig dich! Elisabeth Johnson! Ist hier seine Puppe? Du guckst gerne ins Fremdgeschränke, ne? Da ist das Zeichen. Neben der Küche hat's Telefon geklingelt. Ist abgeschlossen. Elisabeth Johnson, gib uns ein Zeichen. Das kann über uns, oder? Hier ist es noch 12 Grad, aber. Hier ist es. Hier sind Schritte. Ja, hat auch eine EMF. Oh, EMF 5! Hier. Waschbecken. EMF 5, ich geh mal kurz ein bisschen woanders hin einloggen. Achso, das Buch kann ich ja hinlegen. Geisterbox, Geisterbox. Gin, Odi. Das gefällt mir, um ehrlich zu sein. Wir bräuchten einmal das Geisterbuch. Ja, liegt schon. Schreib in das... Er hat reingeschrieben. Oh. Er hat ins Buch geschrieben, direkt. Wir brauchen ein Foto. Danke für deine Kooperation, Herr. Aber dann haben wir doch schon alles dreist, oder? Easy! Ja, jetzt noch die extra Aufgaben, ne? Was war das alles? Schatzi, wo ist meine Hose? Also der war wirklich sehr kooperativ. Wir haben nur noch die Aufgabe mit dem dreckigen Wasser. Dann ist alles fertig. Könnten ihn auch fotografieren. Wir haben alles fertig. Alle Aufgaben sind erledigt. Sollen wir nicht nochmal reingehen und ein Geisterfoto machen? Wenn du ein Geisterfoto machst. Das war kein Scherz. Das war eine ernst gemeinte Frage. Okay. Mach kein Geisterfoto. Ich bin da jetzt. Also, es ist so wichtig, wäre mir das jetzt nicht? Nein, nicht nur das Foto. Aber generell noch ein bisschen hier so Scheiße bauen im Haus. Ah, wir können ja noch mal oben gucken nach Knochen oder sowas. Ja, ich gehe oben nach den Knochen schauen. Fotoapparat. Und ob es eine Voodoo-Puppe gibt oder so. Bleib bei mir, Susi. Die Puppe liegt da schon, wenn du reinkommst, direkt im Flur. In dem Schrank. Ach, hier oben. Ja. Huch. Geh mal in den Geisterraum. Ein bisschen Spaß haben. Geh Spaß haben. Enjoy. Ich weiß noch, wie funktioniert das mit der Puppe eigentlich? Es heißt, die fliegt halt dann dorthin, wo der Geist ist. Ja, aber wenn die im Van an die Wand fliegt, was soll das denn heißen? Nee, die läuft einfach in irgendeine Richtung weg. Das ist völlig... Ja, völlig random. Es ist der Wendler! Der Wendler? Nein, nicht der Wendler! Samantha! So.
Hier ist noch eine Voodoo-Puppe. Ich habe fotografiert. Von Grudge. Schaut das Bild an. Ach, guck mal, das ist Michael Jacksons Schwester. Das ist die, die auf dem Boden krabbelt, wenn sie dich verfolgt. Ah, stimmt, das ist die, die letztens vor der Kamera getanzt hat. Ja, die hat bei uns letztens vor der Kamera getanzt. Die Schwester von Michael. Haha. Egal. Ja, genau. Ich bin im Dachboden. Bild auf dem Dachboden. Einfach ein Knochen ist im Klo. Also, da ist eine Toilette abgebildet und da steht aber Knochen drin. Ich finde keine Ucha-Bretter heute. Dina, wir kommen dich suchen. Wir werden dich finden. Wir haben gesehen, wo du gestorben bist. Wie gesagt, wenn jetzt oben gleich eine Jagd beginnt, stellen wir uns so bei der Treppe hin, dass wir sie sehen, von welcher Richtung sie kommt. Wenn sie dann, je nachdem, welche Richtung sie geht, gehen wir dann gemeinsam so lange in dieser Richtung, bis halt der Chase aus ist. Wenn sie jetzt von hier nach da kommt. Hier liegt eine Kia, sie ist hier im Schrank. Also sie ist hier hinterm Schrank. Dann kommt die ja vor. Also, Dina, ich will ja nichts sagen. Der Kopf hängt jetzt da vor. Also irgendwie sieht das... Was hast du? Hier ist der Kopf, okay. Okay, lass rausgehen hier. Also ich bin der Meinung, das war ein super Versteck. Warum kommt die von ganz unten in den Dachboden? Das ist eigentlich ein guter Trick hier. Treppe, ja. Wenn man keinen anderen Ausweg hat, dass man einfach ganz leicht um die Treppe geht. Dann passiert da auch nichts. Einfach folgen. Könnte sein, dass jetzt gleich nochmal ein Hand passiert, auch wenn unsere Set hier auf 100 ist. Ja, dann einfach laufen. Einfach nach oben in den Raum. Laufen! Kommen die Geister jetzt eigentlich auch raus? Nein, nee. Nein. Dann würde das ganze Spiel anders aussehen. Ja. Ja. Das wäre sehr unangenehm, wenn die das machen würden. Das sieht aus. Der Arm vor allen Dingen bei Tina. Ach, bei mir war der Kopf im Regal. Der Hals war extrem lang und der Kopf war auf der anderen Seite des Regals. Also das hat er so drin gelegen. Das ist schwer, Profi Fotos zu machen. Das ist echt schwer, um da toter Körper zu bekommen, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie man die Kamera richten muss. Mal funktioniert zwar, funktioniert es. Ja, wir haben ein paar Bilder gemacht. Also wir haben jetzt den Oni, ne? Haben wir alle eingeloggt. Ja. Dina, hast du den Oni eingeloggt? Wenn ja, dann nick. Oni eingeloggt, okay.
Ja, hat sie. Ja, hat sie. Oui, bien. Wir kommen in die Schule, wir fahren nach Hause, wir beleben dich wieder. Welcome back. This job's ready for you. Versicherungsgeld hast du nicht bekommen, oder? Nein. Thank you.